stehen jetzt neben dem TT21 SA. SA für Sandstein. Man sieht also sehr schöner, heller Stein. Ganz charakteristisch ist dieser schwarze Stangengriff. Und wie bei jedem anderen TT21 Modell, massive Gusstür. Ja. Wir haben dann auch sehr massiven Stahl am Korpus. Hier an der Tür, kleines Detail, ganz niedlich, ganz hilfreich auch, nicht nur niedlich. Ich kann die Tür anlehnen und dann kriegt der Ofen für den Abbrand, für den Anzündvorgang mehr Sauerstoff, das Feuer. Der hat Magnetverschlüsselung, ja, einfach anlehnen, die kann ich auch verstellen und die sind absolut wartungsfrei. Das heißt, ich habe da überhaupt keine Sorgen auf Jahre hinaus. Man sieht unten den Gussfeuerraum, also Gussboden mit Vermiculit-Seiten. Hier der Aschekasten mit einem Deckel. Hier die Einheitenregelung, das heißt Sekundärluft ist jetzt gerade komplett auf. Mittelstellung Primärluft komplett auf. Ja. Und auch wie fast jeder Ofen von Thermatec ist der oben anschließbar, hinten anschließbar und luftseitig ebenfalls unten oder hinten mit einem optionalen 80 mm Schutz. Und also für jeden, der es ein bisschen heller im Wohnraum mag, ist eigentlich das Richtige und den gibt es jetzt auch bald in einer runden Variante, so wie die von Speckstein oder Stahlmodellen bekannt.